Wir starten mit unserem Biskuit und für unseren Biskuit brauchen wir Eier, etwas Vanillepaste. Wer keine Vanillepaste hat, der kann auch gerne Vanillezucker nehmen, ein Päckchen. Wir brauchen Zucker, eine Prise Salz und ich habe hier glutenfreies Mehl. Ich habe hier keine Fertigmischung, ich mische gerne selber, da könnt ihr dann gerne ein bisschen spielen. Das hellere, was ihr hier seht, ist stärker und das hier ist Reismehl. Ihr könnt mit Maismehl arbeiten, Reismehl, wer es nur weizenfrei möchte, kann mit Dinkelmehl arbeiten, da könnt ihr gerne spielen oder so, wie ihr es natürlich gerne mögt. Ihr könnt auch ein Kokosmehl nehmen, Bananenmehl, da könnt ihr gerne ein bisschen rumexperimentieren oder komplett nur Stärke machen. Wobei ich mag es nicht nur komplett aus Stärke, weil ich finde es ein bisschen zu pappig. Aber das ist Geschmackssache. Probiert eure Lieblingsmischung aus. Ist immer noch besser, als wenn man alles fertig kauft und ihr wisst auf alle Fälle, was drin ist. Wer kein Vanille reinmachen möchte und möchte es ein bisschen sonniger halten, der kann gerne Zitronenabrieb mit dazu machen. Natürlich von der Bio-Zitrone ungefähr eine halbe Zitronenschale, also von einer halben Zitrone die Schale. So, jetzt genug gefaselt. Wir geben jetzt die Eier in unsere Schüssel und lassen den Zucker mit einrieseln und schlagen das Ganze ganz schaumig. Und den Backofen könnt ihr jetzt gleich vorheizen auf 160 Grad Ober-Unterhitze. Im Normalfall ist im Rezept beschrieben, dass es 5 Eier sind. Ich habe hier L-Eier. Deswegen habe ich nur 4, weil sie wirklich sehr, sehr groß sind. Und wir starten. So, die Masse ist richtig schön aufgeschlagen. Nun geben wir unser Mehl hinzu. Hier ist ganz wichtig, dass sie die Masse wirklich sehr, sehr cremig schlagt. Ihr seht, sie ist richtig hell geworden. Ich zeige sie euch. Also Eier nur noch erahnen. Und das ist ganz wichtig, weil wir arbeiten ohne Backpulver. Und das einzigste Mittel, das wir haben, das unsere Masse Stand gibt, ist im Endeffekt das Ei, das richtig schön viel Luft drin hat und der Zucker bildet das Gerüst. Das heißt also wirklich hier darauf achten, dass die Masse wirklich sehr, sehr fluffig geworden ist. Lieber ein bisschen länger schlagen. Ich habe es gut 10 Minuten, Viertelstunde geschlagen, um hier wirklich auf Nummer sicher zu gehen. So, Schneebesen ist auch sauber in der Zeit, wo ich jetzt mit euch geredet habe. Jetzt habe ich die Maschine ausgemacht, jetzt fehlt noch unser Mehl. Das mache ich mit der Hand. Maschine auf die Seite, auch wenn sie quietscht und weitermachen möchte. Sieb drüber und unser Mehl hinzu. Bei so einer fluffigen Masse möchte ich so wenig wie möglich an Luft hinausgeben. Ich bin ja froh, dass sie jetzt drin ist. Deswegen siebe ich es auch ganz fein drüber, nehme einen richtig großen Schneebesen und hebe die Masse jetzt vorsichtig runter und versuche, so wenig wie möglich von der Luft herauszuschlagen. Hier wieder das Prinzip, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Schauen, dass keine Klumpen entstehen, ganz wichtig. Und sobald ihr das Gefühl habt, ihr habt alles gut untergehoben, geht normalerweise recht flott. Das habe ich jetzt gemacht, während ich mit euch geredet habe, also ohne zu schneiden. Und ihr seht, sie hat immer noch sehr, sehr guten Stand. Jetzt holen wir unser Backpapier, unser Backblech mit Backpapier. Für unsere Schalen brauchen wir nicht sehr viel Masse. Das heißt, es ist ein halbes Rezept, das ich hier habe. Und da gehe ich jetzt wirklich her mit einem, na, ihr seht es besser, mit einem Esslöffel. Hol mir ein bisschen was raus und gib das direkt aufs Blech. Sie haben ungefähr eine Dicke von knapp einem Zentimeter. Und da bleibt es ein bisschen euch überlassen, wie viele, also wie groß ihr die macht. Je nachdem werden es mehr oder weniger. Ich habe hier, wie gesagt, das Biskuitrezept halbiert. Und denke, ich glaube, das muss ich euch am Schluss verraten, wie viel es wirklich geworden sind. Ich dachte eigentlich, es werden nur 5-6 Stück, aber es werden mehr. Wegen der Schräge vom Backblech gehe ich hier nicht bis an den Rand, weil die eine Seite ist ein bisschen schräg, die andere ist gerade. Deswegen bekomme ich hier eine ungerade Zahl, also ich bekomme eine gerade Zahl raus, aber halt nicht 9 Stück,
wie man es normalerweise machen würde, nur 8 und den Rest kommt aufs zweite Blech. Die verschwinden nun in den Backofen. Ich würde mal sagen, so 10, 15 Minuten, kommt immer auch darauf an, wie dick ihr sie gemacht habt und wie groß. So, hier sind unsere kleinen Plätzchen. Klein ist gut, also wirklich schon Handfläche groß. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die rund bekommen. Unsere Plätzchen, wie bei jedem Biskuit, mache ich es ganz einfach. Das heißt, ich lege ein Handtuch aus, so groß wie das Blech, gebe Zucker darauf, nehme es Backpapier, wo die Plätzchen drauf sind, und stülpe Zucker. Fertig. Nehme einen Lappen mit feuchtem Wasser, mit kaltem Wasser, nicht mit feuchtem Wasser. Reibe es kurz ab, das Backpapier, gebe eine Minute Zeit. Und dann müssten die sich eigentlich lösen lassen, wie so ziemlich bei jedem Biskuit. Ihr seht bei uns, hört ihr Vögel, die Katzen, das ist alles Party hier. So, wir schauen mal, ob das Ganze geht, was ich mir so vorstelle. Der Teig ist sehr, sehr weich. Deswegen wird wirklich ein bisschen Zeit geben. Wenn ihr es jetzt runterreißt, gehen sie euch kaputt. Deswegen sanft vorgehen. Genau, so. Und wenn ihr so eins habt, dann nehme ich das sofort und lege es hier rüber. So, so bekommt es die Form von der Hippeschwede. Und das mache ich jetzt mit allen. Das heißt, ich mache mehrfach solche Behälter, also Gläschen und Kochlöffel, und werde die so nacheinander nebeneinander auskühlen lassen. Ich habe mich nochmal umentschieden. Ich habe jetzt hier Backpapier auf ein Hölzchen gelegt, wie ihr hier seht. Damit es nicht im Handtuch kleben bleibt. Ich habe es aber auf dem Handtuch gemacht, wie ich es von der Biskuitrolle her kenne, aber die Gefahr, dass es kleben bleibt, ist relativ groß. Deswegen habe ich ein Backpapier zurechtgeschnitten und auf ein Hölzchen gelegt. Sie sind jetzt ein bisschen ausgekühlt, aber immer noch flexibel. Jetzt geht es ans Füllen. Dazu habe ich mir Marmelade heiß gemacht, also schön warm, damit sie auch noch sich gut streichen lässt. Und ich nehme immer die Marmelade passend zur Frucht. Das heißt, wenn ich Heidelbeeren habe, nehme ich Heidelbeermarmelade. Wenn ich Brombeer habe, nehme ich Brombeermarmelade. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Das ist immer so ein bisschen... Ich kann mir auch sehr gut zum Beispiel Lemon Curd mit drunter vorstellen. Das ist bestimmt auch super lecker. Noch eins ist wichtig, macht sie relativ dick, weil ich habe hier zum Beispiel, das seht ihr jetzt nicht, ich gucke mal, ob ich es hochkriege, ein dünnes gemacht. Und ihr seht, es reißt relativ leicht ein, weil es einfach zu dünn ist. Aber schmeckt genauso gut und naja, ist auch was für einen Bäcker in dem Fall. So, dann lasst uns mal starten. Ich nehme mir hier eins runter. Vorsichtig. Und ihr seht, es ist schön flexibel. Das ist auch wichtig. Ich nehme mir einen Pinsel. Ich habe hier einen Silikonpinsel genommen, weil ich Heißmarmelade hier nehme. Wenn ihr die aufkocht, habt ihr einen riesen Vorteil. Dann setzen sich die Kristalle neu zusammen und es ist wie eine Schutzschicht, sodass die Sahne später, also ich nehme eine Sahne, nicht durchweicht. Wer das nicht braucht, weil er sagt, wir essen es eh gleich, braucht sie nur warm machen, also nicht aufkochen. So, für meine Sahne habe ich mir dekadenterweise eine Lavendel-Mascarpone-Sahne gemacht. Die Details findet ihr auf meinem Blog, ich kann es mal kurz sagen, das ist Lavendelblüten, kurz mit Sahne aufgekocht, auskühlen lassen, im Kühlschrank und dann mit Mascarpone, also steif geschlagen, dann Mascarpone noch dazu. So, jetzt geben wir das Ganze richtig dekadent hier drauf. Ich habe es heute mit dem Wort dekadent, ich weiß auch nicht wieso. Nehmen noch ein paar Heidelbeeren dazu, so Deko. Aber da könnt ihr echt eurer Fantasie freien Lauf lassen und klappt das Ganze zu. So, Puderzucker drüber. Fertig. So, jetzt noch mal eine Nahaufnahme für euch. Sieht das nicht super lecker aus? Ich wünsche euch viel Spaß. Es sind übrigens 10 Stück geworden. Macht lieber 8 von den schönen Biskuits draus. Denn wie gesagt, wenn sie zu dünn sind, macht es keinen Spaß. Ich gehe jetzt naschen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen eurer Säcke. Von Anders Backen und natürlich vom zweiten Kanal von Silkes Welt.
Wer mir nicht folgt, kann das gerne jetzt nachholen, kann mein Videos auch gerne weiterteilen. Ansonsten sehen wir uns auf Instagram, Pinterest, Facebook und Twitter. Also bis bald.